Ja, moin, ihr Ficker! Herzlich willkommen zurück zu Cleo, a Pirate's Tale. Cleo, ich hab's schon wieder falsch gesagt. Ich entschuldige mich in aller Form. Ich hab's jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Aus persönlichen Gründen. Keine Zeit am Klartext. Familienvater, andere Dinge zu tun. Geht euch den Scheißdreck an. Ja? Aber jetzt geht's weiter mit dem kranken Scheiße hier. Wir müssen ganz viele. Hier müssen wir was brauen. Wo ist das Rezept? Nee, das meine ich nicht. Hier, wo ist das Büchlein? Die Cocktailbibel von Malte. Maltes Cock. Auf. Komm schon. Nahtod on the Beach. Brauchen wir das? Nein, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen Michael Herr Jordan. Basis ist Whisky, Modifier ist eine reife Testostomate und ein Schuss Kokosmilch. Die haben eine stopperlige Unterseite. Wir haben nichts davon, aber hier gibt's ja irgendwas zu gucken. Hallo. Maltes Zutaten ansehen. Karl ist 37 Mal mit seinem Boot untergegangen. Aber diese Flaschen haben keinen Kratzer. Das war's schon an Informationen, ja? Okay. Ja, okay. I got it from my mama. Mist, ich glaube, es fehlt der Hebel. Hier. Mist, ich glaube. Ja, hier, den. War das nicht mit Rechtsklick? Die Hand ist doch ein perfekter Hebel, die tote Hand. Mist. Na gut. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Oh. Hm. Hey, ich bin's noch. Weshalb funktioniert der Cocktailautomat nicht? Weshalb funktioniert der Cocktailautomat nicht? Wie schon gesagt, der Starthebel ist abgebrochen. Ansonsten ist der Cocktail 8000 einwandfrei in Fuß. Na gut. Schon gut. Okidoki. Okidoki. Gut. Kann man hier unter Deck gehen? Nein, kann man nicht. Kann man über Deck gehen? Über Bord gehen? Nein, kann man nicht. Gut, wir müssen ansonsten weiterhin den Dude beschießen, den Biber. Senior Krabi kämpft hier noch mit seinen Unterhosen, beziehungsweise mit den Socken. Die Feuer hier hat Fock. Cool. Ich würde eigentlich gern so ein steinhartes Bonbon. Moment. Nimm das, Biber. Nice ist. Biber gekillt. Guter Schuss. Das war beeindruckend. Danke, Garnelius. Das hat sich besser angefühlt, als es sollte, denke ich. Wir kümmern uns um den Rest. Meine Männer reißen die Barrikade bereits ab. Hier, du kannst durch. Danke, Garnelius. Warte, du hast bewiesen, dass du ein wahrer Verbündeter des Imperiums bist. Hier, nimm das als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Eine aufgeweichte Briefmarke. Wenn du mal etwas verschicken musst, wirf die Fracht mit der Marke und Adresse ins Wasser. Gültig für 2 Pakete. Gut verschnürt, unverzügliche Liefergarantie. Einer meiner Männer wird sich dann darum kümmern. Männer, ausrücken! Alright, nice, danke, Dude. Und die letzte Gedön. Okay, das bleibt unter uns, verstanden? Ich will sie alle! Das Spiel, ey. Verarscht. Krieg ich auch Kokosmilch oder so? Hey, Was ist denn das da? Sieht aus wie ein Holzbein. Oh. Ein Holzbein könnte auch einen guten Starthebel abgeben, nicht wahr? Ich komm's hier hin. Freie Blumen.
ist denn da oben? Ist in dem wunderschönen Wasserfall? Hinter dem Wasserfall muss da. Hinter dem Wasserfall muss doch was sein. Und das geht's doch gar nicht. Was ist das denn da eigentlich? Ist das was? Nein, das ist nix. Sah aus wie, weiß ich nicht. Ein Spinnending. So, Fee. Ach ne, Sirene. Sirene. Ich hab was für dich. Sirene. Sirene. Hey. Hey. Hey, na. Hast du die Folofaltchenblüten? Klar, Mann. Ich hab mehr als genug. Mehr als genug. Klasse, gib her. Nicht schlecht, Kleiner. Mhm. Also gut. Du möchtest zu Madame Yichomilele. Yichomilele, ja. Hier geht's lang. Samara? What the fuck? Danke. Ist es zu dunkel für mich? Brauche ich irgendwas? Tragen wir es immer in mir oder? Wow. Die Prophezeiung stimmt. Du bist es. Hallo. Die endlich Licht ins Dunkel bringt. Oh, du verwechselst mich. Entschuldige, alte Frau. Ich bin nicht der Elektriker. Du musst nicht schreien. Ich kann dich sehr gut hören. Das Schicksal hat dich an diesen Ort geführt. Was ist das hier für ein Ort? Hier wohne ich und hier praktiziere ich. Offensichtlich kein Feng Shui. Wie schon gesagt, ich kann dich sehr gut hören. Ich bin Cleo. Kannst du mir helfen, nach Hause zu kommen? Ich weiß genau, wer du bist, Kleine. Das Neinhorn. Ach, ja? Natürlich. Du willst wieder nach Hause. Hm? Die Begegnung mit dem Kraken hat dir wohl ganz schön zugesetzt, was? Boah, weißt du von dem Kraken? Kann man so sagen. Warte, woher weißt du? Ich weiß vieles über dich. Das meiste kann ich ganz einfach aus den Augen lesen. Irre. Und deine Augen haben nicht nur den Kraken gesehen. Ist es nicht so? Einen Geist hast du mit diesen Augen auch gesehen, nicht wahr? Du bist wirklich gut. Aber echt. Dieser Geist, er hat dich zu mir geführt, ja? Hat er? Ich habe eine abgetrennte Hand und ein Logbuch in einem Fisch gefunden. Und plötzlich ist dieser Geist aufgetaucht und hat deinen Namen an die Wand geschrieben. Dann war er wieder weg. Interessant. Gib mir die Hand. Okay. Nicht deine. Ja, schon klar. Die tote Hand, die du gefunden hast. Oh, na klar. Wieso? Weißt du, in die Vergangenheit zu schauen ist einfach. Aber um in die Zukunft zu sehen, muss man sich schon ein wenig ins Zeug legen. Okay. Ha, ich wusste es! Möchtest du wissen, was ich in deiner Zukunft gesehen habe? Hast du ernsthaft die Hand in die Suppe geworfen? Was habt ihr nur alle mit euren Suppen? Willst du nun deine Bestimmung wissen oder nicht? Nö. Klar. Du bist es. Die Auserwählte. Yes! Die Auserwählte? Ich wusste es. Ja. Du wirst das Rätsel endlich lüften und ihn finden. Wen? Den Schatz der ewigen Erinnerung. Was ist das für ein Schatz? Was ist das für ein Schatz? Er ist sehr schwer zu finden. Viele Abenteurer und Piraten vor dir haben sich auf die Suche gemacht. Aber er wurde sehr gut versteckt. Zu gut. Glücklicherweise
ist bekannt von wem? Wirklich? Von wem? Teddy McAnally. McAnally? Der Erfinder von diesem lächerlichen Kartenspiel Krakenfutter. Genau der. Die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung fing mit ihm an. Okay. Der ist schon lange tot, oder? Oh ja. Schon eine halbe Ewigkeit. Ich? Das kann nicht sein. Ich bin kein... Was? Kein Abenteurer? Kein Schatzsucher? Kein Pirat? Doch. Du wirst nicht nur irgendjemand sein. Sobald du den Schatz gefunden hast, wirst du der berühmteste Abenteurer aller Zeiten sein. Ich habe es gesehen. Glaub mir. Was hat es mit diesem Geist auf sich? Auch manchmal gibt einem das Schicksal einen Schubs in die richtige Richtung. Ich verstehe, aber woher kannte er deinen Namen? Du bist hier, richtig. Bereit, das große Abenteuer zu beginnen, für das nur du bestimmt bist. Eigentlich wollte ich einfach nur nach Hause. Du hast den Kraken überlebt. Verstehst du, was das bedeutet? Nope. Dass ich zu etwas Größerem bestimmt bin? Zu etwas Größerem als zu einem langweiligen Leben in einer Bar. Das klingt ja sehr abwertend. Das ist deine Entscheidung. Aber bitte, lass mich dir etwas mit auf den Weg geben. Ein Geschenk. Ein Vogel? Was ist das? Papagei. Sieh nach. Okay. Was? Ein Papagei? Ein Toter. Ein berühmter Pirat mit Papagei auf der Schulter und allem drum und dran, richtig? Dieser Teil deines Wunsches wäre damit schon mal erfüllt. Kann man alles in den Augen ablesen, Liebes. Jetzt liegt es an dir, ob du dir den restlichen Wunsch auch erfüllst. Mhm. Wie schon gesagt, es ist deine Entscheidung. Na klar, nehme ich den. Ist der tot? Was? Sei nicht albern, der schläft. Oh, gut. Da wollen wir mal schauen, was wir hier reingeschrieben haben. Madame Yichomilele, ich habe die alte Frau getroffen, von der mir die Sirene erzählt hat. Ruhe! Und sie hat sehr seltsame Dinge gesagt. Ich sei die Auserwählte. Oh, ist doch ich. Dieses Ding, ne? Handy meiner Frau. Hä, es ist doch sogar der Ton aus. Naja. Schatz der ewigen Erinnerung. Sie wusste viele Dinge über mich. Vielleicht kann sie wirklich wahr sagen, aber das kann auch nicht wirklich wahr sein, oder? Okay, ich weiß nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Tab. Eine Tomate. Aha. Bücherregal. Wow, ziemlich gut sortiert. Ordnung ist das Wichtigste. Cool. Schüssel? Eine Schüssel, die zur Hälfte mit Glasaugen gefüllt ist. Gar nicht unheimlich. Du weißt alles, was du wissen musst, Kleine. Was du daraus ab hier. Na gut. Spiegel? Hier hängen überall diese seltsamen Spiegel. Wo ist die Chloe? Cleo, da ist sie ja. Ich nenne sie immer Chloe. Cleo. Oder Clio, habe ich vorhin gesagt, ne? Okay, ich habe die Tomate, dann brauche ich nur noch die Milch. Kokosmilch. Kuckucksmilch! Sind wir nicht auf Malibu? Auf diesem. Das weiß ich doch schon. War hier unten irgendwo Kuckucksmilch? Das sind Trümmerteile. Von Pizzabrot. Tomate. Schlafende Papagei. Als Bein. Alles da. Alles da. Was?
war nur das Lesen, ne? Ja. Alright, dann zurück zu Malte. Alter Vermalta. So, Holzbein an Cocktail. Cocktail benutzen. Läuft. Basis. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, Kokosmilch haben wir sogar. Lass mich nochmal schauen, ja? Warte, Moment. Ach, warte. So. Whisky, Testostomate, Kokosmilch. Alles klar. Whisky. Mindestens 16-jährig stand da, ne? Ja, gut. Modifier ist die Tomate und Flavor ist die Kokosmilch. Und dann drücken wir mal auf den Hebel, ne? Alright, wow, Cocktail. Das hat geklappt. Die Kokosmilch ist jetzt leer. Oh, schade. Ich nehme die Kokosnussschale mit. Wer weiß, wofür sie gebrauchen können. Kann ich auch was anderes machen noch? Nahtod, magenbitterkalte Asche, persönliches Opfer. Met, Regenwasser, Kaffee. Ich hab gedrückt. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Ne, das gibt's da nicht, ne? Aber Kaffee wäre da. Kopfschmerztabletten, warte mal, haben wir das für den Neubrause? Ach, Ahoi Brause! Ja. Also wir haben Brause, Whisky, Tütrip, Energy, Met, Brause. Und was war das noch? Weiß ich gar nicht mehr. Nein. Sellerie, ich bitte dich. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Zitrone haben wir nicht. Aber Met, Regenwasser fehlt auch, ne? Magenbitter, kalte Asche. Komm, wir brauchen es ja auch gerade nicht. Mit Sicherheit, wenn wir mit dem Ding fahren. Moment, wofür brauche ich den? Ach ja, für den. Ach, der gibt mir bestimmt seinen Laken quasi, mit dem, in das er eingehüllt ist. Spoiler. Und das wird dann unser Segel. Guck mal, hier Sumpfmonster. Ich habe hier was vorbereitet. Oh, Junge! Achso, er redet. Ich glaube, es ist soweit. Kann sein. Ich wusste es. Glückwunsch an dieser Stelle. Hey, wow. Alleine hier? Lässiger Schnurrbart, was? Ich weiß. Ich muss weg, Süße. Hab noch Termine, du verstehst. Machen wir da jetzt keine große Sache draus. Ich stehe nicht so auf den großen Abschied und so. Alles cool. Du wirst mich nicht vergessen. Nein, Mann. So, wem muss man hier eine reinhauen, um einen Drink zu bekommen? Wow. Alright, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Außer wow. Wow ist eigentlich ein guter Kommentar. Wow. Michael Herr Jordan. Der Drink, dem die Männer vertrauen. Nö, sehe ich jetzt nichts Spannendes mehr. Du hast mich irritiert. Hier war auch nichts mehr, ne? Da ist nichts mehr. Dann ist gut, das wollte ich hören. Ja, dann werden wir gleich Malte mal das Segel geben. Aber erst machen wir einen kleinen Cut. Das war's mit dieser Folge von Cleo. Ha! Hab ich einfach mal richtig ausgesprochen. Mir egal, überschreibt den Slot. Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.